Hallo Leute, willkommen zurück zu Life in the Woods. Warte mal, ich gehe mal schlafen. Das hätte ich auch vor der Aufnahme schon machen können, aber gut. So lange dauert es ja auch wieder nicht. Beim letzten Mal habe ich ja jetzt diesen Trichter da unten probiert und der funzt. Der funktioniert. Und 4 sind übrig geblieben. Okay, hätte ich mir sparen können, aber ist egal. So, die kommen da mit rein. So, im Prinzip gibt es, sind die alle belegt. Wir haben hier 1, 2, 3, 4, 5. Warte mal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ich glaube 8. Ich bin nicht sicher. Ich meine, dass die 8 verbunden bis zur letzten Kiste transportieren können. Durch den Controller. Vielleicht steht das sogar dran. Nö. Halt, da will ich hin. Vielleicht steht das hier dran. Da steht nicht, ja, mit einer Bank an verbundenen Schubfächern. Das ist das ja hier schon. Die sind verbunden, die Schubfächer, aber das geht nicht unendlich. Da musste man dann immer irgendwie noch was dazwischen setzen. Im Prinzip können wir das testen, indem wir... Wir haben jetzt wie viel? Einmal 64 da drin. So, wir gehen runter und dann packen wir die Fäden damit rein. Und dann werden wir ja sehen, ob die in der letzten Kiste auch ankommen. Also raus zieht er sie schon mal. Ich meine, klar, es ist ja sogar noch Platz dazwischen, ne? Die hätte er so oder so rausgezogen. Das kann man dann später auch automatisch machen, ne? Mit Pistons, dann fallen die alle irgendwie runter. Dann müsste man nur gucken, dass die irgendwie... Ja, am besten durch Hopper, aber... Boah, was glaubst du, wie viel man hier machen könnte? Wir werden ja gleich sehen, ob da oben ein Chaos dadurch entstanden ist hier oder nicht. Na, nicht essen jetzt. Lass mal ernten. Ich weiß nicht, warum hier kein Pumpkin wächst. Ach, der ist noch nicht ausgewachsen hier, der Samen dafür, oder wie nennt man das eigentlich? Dieser Stumpen, oh, die haben Namen, ich komme gerade nicht drauf. Da, wo dann halt ein Pumpkin rauswächst, also ein Kürbis. Nee, ich komme gerade nicht drauf. Ich habe noch mal kurz überlegt, aber fällt mir nicht ein. So, das ist jetzt alles da drin, halt, da fehlt noch was. Oh, den Eimer nicht. Aber es geht doch schon ganz schön schnell. Also das ist besser, als wenn ich das jetzt mit hochnehme und dann wieder einsortieren muss. Boah, richtig cool. Und dann machen wir hier auf jeden Fall noch einen Zaun drum. Ah ja, guck mal, die habe ich ja auch noch da hinten. Und vielleicht gehen wir hier mal so ein bisschen rein. Boah, leck doch nicht. Den direkt austauschen. Einfach, weil das besser aussieht. Und dann laufe ich hier nicht immer da drüber. So, und da unten packe ich jetzt diesen Loamy Dirt rein. Und hier oben drauf den normalen. Habe ich noch 2 Stück. Man erkennt es aber ganz gut, ne? Ach, siehst du, da muss ich auch noch was bauen für. Ich guck mal, was ich an Erde habe. Das könnten wir jetzt mal den Angriff nehmen, hier das ein bisschen zu begradigen alles. Da unten das Lobby dort auszutauschen. Hör, da gab aber jetzt gerade irgendwie nichts.
Ganz normale Erde. Oh, haben wir ja viel. Oh, das ist Garden Soil. Das ist, so, den brauche ich noch zum Ausstopfen. So, und hat er denn jetzt hier Fäden? Ja, er hat die 6 hier wieder reingepackt. Also er kommt auch bis hier hin. Jetzt muss ich nur nachschauen, wo hat er denn genau die hier. Waren das nur so wenig? Oder ist er noch dabei? Ach nee, guck mal hier. Sesamsamen. Kann man denn aus... Warte mal, ich guck mal nach. Sesam Seed. Oder Sesam. Sesam Seed Seed. Toasted Sesam. Ach, getoastet auch noch. Was gibt der denn? Oh, krass. Wie funkt... Oh, nee, was? Da braucht man noch Bohnen, Speiseöl, Zucker und Mehl. Getoastete Sesamsamen. Was bringt die? Ach, die... Hä? Ach so, in einem Ofen. Ich denke immer, in so einem Regal lagern. Sesamball. Und was ist das? Zucker und Sesam. Ach so. Aber bringt halt auch nicht so viel, ne? Momentan noch nicht. Wir machen das jetzt so. Die Teile da draus und schmeißen hier mit rein. Ich brauche die erstmal nicht ernten. Denke ich mal. Ach, das sind Baumwolle. Ja, gut. Okay, das passt. Er sieht aber nirgendwo, dass er noch was reintut. Anscheinend ist er fertig. Ich gucke nochmal nach. Oh! Ach, das ist ein Pigman. Ich hätte ihn jetzt fast angegriffen. Hallo! Aber das ist doof. Kann der eigentlich auch in der Sonne verbrennen? Komm mal mit. Ah, da muss ich das Portal noch sichern. Am besten hier. Ich weiß es. Ich weiß nur nicht, ob es... Doch, es geht. Es geht. Nur für den Fall, da kommt ein Gast durchgeflogen. Ich weiß nicht mehr, ob das geht. Ah, jetzt ist er wieder zurück. Nee, da ist er jetzt. Naja, egal. Der spielt nur. Der will nur spielen. Oh, Moment. Da komme ich jetzt wieder nicht raus. Da war der Sound weg. So, und jetzt wieder zumachen, ey. Das ist so cool. Das Lagerleitungssystem, kann ich es ja so nennen, ist erstmal installiert. Und der ist auch fertig hier. So, dann machen wir noch ein bisschen Kosmetik. Hier an der Umgebung. So, das ist ja auch Lomi hier. Ja, genau. Die kann ich ja wieder pflanzen. Ich brauche die ja momentan nicht. Müsste ich mal den Corti fragen, ob er einen Rucksack hat. Sonst können wir ihm auch einen machen. Wir hoffen auch, dass wir nächstes Jahr wieder zusammen aufnehmen können. Also der Corti und ich. Hoho. Ah, sehr schön. Sieht doch viel besser aus hier. So, und... Und
den will ich jetzt nochmal wegreißen hier. Ah, guck mal hier, die grünen Bäume brauche ich auch noch für meine Fassade. Was haben wir denn da? Gneis. Was sonst? Immer derselbe Scheiß. Bam, bam, und... Können wir sonst noch? Komm, wir packen das jetzt. Ne, machen wir hier hin. Ups. Weil ich gerade wieder Bock hab. Wir haben jetzt 59 Stück. 60 Stück. Okay, wenn ich oben bin, ist das noch nicht komplett leer. Wo ist der Pigman hin? Hey, Pigman! Nicht, dass der jetzt im Haus ist. Da habe ich jetzt voll... Oh cool, den könnte ich mir dann aber irgendwo hinstellen. Dann habe ich einen Pigman als Gast. Oder der ist irgendwie rausgelaufen. Oh, Creeper. Ich weiß, aber die Pigments, da müsste man echt mal ein paar mehr hier rumlaufen lassen. Wie verhalten die sich eigentlich gegenüber den Monstern aus dieser Welt? Ey, das sind Dinge, die weiß ich alles gar nicht. Boah, das ist auch nochmal Eisen. Jawohl, da habe ich wieder richtig viel. Jute Seeds. Ich pack die jetzt mal weg. Die sind halt doch sehr wertvoll. Und ich habe schon wieder Hunger. So. Ein Stack. Halt. So. Hä? Lass es doch nicht fallen, Mensch. Wie ich immer daneben klicke, ey. Ich will's zu schnell machen. So. Sag mal, wie viel geht denn da oben noch? Ach, 4 mal 16, mehr geht nicht. Alles klar. Ach, ich geh mal eben schlafen. Und dann frühstücke ich Pommes. So. Pommes zum Frühstück. Gerade geguckt, ich könnte auch hier die Decke noch ein bisschen weiterziehen. Habe ich ja schon mal gesagt, alles so viele Baustellen, die dann, wo dann auch in einem Part an jeder Ecke nochmal rumgedoktert wird. Jetzt ist eben die nächste Überlegung, wie man dann später den Raum hier weiterbaut. Also das kann ja schon eine große Küche werden hier, ne? Mit einer riesen Kochplatte. Es gibt ja hier bestimmt auch sowas wie Deko-Zeug. Also nicht so krass wie Deko-Craft selbst, oder? Nee, Deko-Craft ist hier nicht drauf. Nee, das sind Deko... Ja, Chisel 2. Oder wird er vielleicht so geschrieben? Nee. Garden Containers. Oh, nice. Da kann man dann Blumen reintun, wenn ich das jetzt so richtig verstehe. Nicht schlecht. Ja, wo bist du denn? Guck dir da. Den hole ich mir jetzt mit einem Pfeil. Ey, ey. Da guckst du blöd, ne? Kommst nicht hoch oder was? Well.
War jetzt ein bisschen doof, aber ich wollte mal paar Pfeile verschwenden. Guck, gab immerhin eine Karotte. Habe ich schon Karotten angebaut? Ich habe noch keine Karotten. Jetzt aber. Danke dafür. Ah, warte mal, Karotten könnte sein, dass man die später mehr gebrauchen könnte. Deswegen mache ich hier die Reihe voll. Ich wollte schon sagen, nee, das sind ja Kartoffeln. Und wie immer hier, das macht so Spaß, ne? Vor allem jetzt hier mit dieser Kiste. Muss ich nicht mal rennen und das einsortieren. Aber ich habe trotzdem so ein bisschen das Problem, dass ich noch keinen Spinat habe. Für Beef Wellington, Mann. Wo der Zombie-Pigman ist, das frage ich mich wirklich. Aber der ist ja friedlich, ne? Nicht so schlimm. So. Boah, krass. Ja. Jetzt bleiben sogar zwei übrig. Packt ihr das jetzt da rein hier? Ich muss das Lager später auf jeden Fall auch noch umbauen. Und zwar so, dass wenn jetzt hier alles voll ist. Na, gerade am Überlegen. Also, dass das dann irgendwie in der Sammelkiste landet. Aber gut, es funktioniert ja erstmal so. Wieso hat er das denn da oben nicht hingetan? Ach, weil da unten schon welche drin waren. Alles klar. Das habe ich ja im Nachhinein erst rausgenommen hier. Ah, guck mal, jetzt ist es wieder dunkel. Wenn ich jetzt hier unten nach Marmor suche. Oh, krass, jetzt geht das wieder. Keine Ahnung, warum das beim letzten, vorletzten, vorverletzten Mal nicht geklappt hat. Ich weiß gar nicht mehr. Da habe ich extra was gesucht mit dieser, mit diesen dunklen Feldern. Oh, den packen wir zurück. Ja, aber ich würde sagen, an der Stelle war es das für heute. Danke fürs Einschalten, bewerten nicht vergessen. Und wenn ihr wollt, sehen wir uns beim nächsten Part. Haut drin, bis dahin. Tschüss.